Diese drei stellen sich heute dem Fitnesstest. Hi, ich schaffe im Büro und ich bin beweglich wie eine Bahnschranke. Christian, 41. Hi, ich bin flexibel wie ein Steiftier. Chris, 37. Ich finde Beweglichkeit sehr wichtig, denn ich will ja auf meinem 100. Geburtstag auch noch tanzen können. Tatjana, 41. Unter Anleitung von Sportwissenschaftler und Trainer Michael Schmelzer wird das individuelle Fitnesslevel anhand von Beweglichkeit, Ausdauer und Kraft gemessen. Der Test kann auch zu Hause durchgeführt werden. Alles, was gebraucht wird, ist eine Bank oder ein Stuhl, eine Stoppuhr, Stift und Papier, ein Zollstock, eine 30 cm hohe Stufe und 15 bis 20 Minuten Zeit. Fünf Aufgaben stehen auf dem Programm. Los geht's mit Übung 1, Ausdauer. Um später die Ausdauerleistung feststellen zu können, heißt es zuerst Ruhepuls finden und messen. Auch wichtig, ein kleines Warm-up, Hampelmann inklusive. Und es geht an die Ausdaueraufgabe. 3 Minuten zügig eine 30 cm hohe Stufe rauf und runter steigen. Ein simpler, aber wichtiger Bewegungsablauf, auch im Alltag. Letzten 10 Sekunden. Danach messen die drei den Belastungspuls und nach einer weiteren Minute den Erholungspuls. Gut, also man merkt schon, dass man sich bewegt hat. Ja, aber alles gut. Die Ausdauerleistung ist die Summe aus Ruhe-, Belastungs- und Erholungspuls minus 200 geteilt durch 10. Verglichen mit der Richtwerteskala. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Und bei den weiteren Aufgaben Übung 2. Beweglichkeit. Und stellen uns in engen Stand mit durchgestreckten Knien hin und versuchen mit den Fingerspitzen die Fußspitzen zu berühren oder diesen näher zu kommen. Christian soll künftig so öfter die Schuhe binden. 6,5–7 cm. Das ist zum Beispiel eine ganz einfache Variante, um die Beweglichkeit sowohl im Bereich der hinteren Oberschenkel, aber auch im Bereich des unteren Rückens deutlich zu verbessern. Jetzt aber erstmal Schuhe ausziehen statt binden für Übung 3, Gleichgewicht. Und die könnte wackelig werden. Es geht um die Balance, ein Fuß in die Luft. Der andere Fuß wird auf Knöchelhöhe angehoben, die Arme vor der Brust verschränkt und die Zeit gestoppt, bis das angehobene Bein wieder den Boden berührt oder 45 Sekunden um sind. Wofür ist es wichtig? Natürlich, wenn wir vor allem laufen oder wenn wir springen, ist es natürlich ein Prädiktor dafür, also wie stabil ich dann aufkomme oder wie wenig ich mich verletzen kann, wenn ich dann eine Bewegung ausführe. Dafür ist auch Beinmuskulatur nötig. Deshalb Übung 4, Kraft. Hier geht es darum, dass wir aus dem Sitzen in Stand kommen und das Ganze natürlich wiederholen. Einmal wäre ein bisschen langweilig. Mit dabei einmal schaffen die meisten von uns. Wir versuchen das 60 Sekunden lang zu machen und dann natürlich die Wiederholungen zu zählen. Das heißt, wie viel Wiederholungen schaffe ich in einer Minute korrekt auszuführen. Jetzt ist Beinkraft gefragt. Die 2 Gramm mehr im Bauch, die machen sich bemerkbar. Aus der Puste sind aber alle drei, trotz unterschiedlicher Aktivitätslevel im Alltag. Wir haben jetzt bei allen dreien durchschnittliche Werte hier bei dieser Messung der Kraftausdauer im Bereich der unteren Extremitäten. Aber das ist natürlich auch eine Sache, die man durch ein gezieltes Training deutlich verbessern kann. Bewusstes, gezieltes und auch kräftiges Aufstehen von dem Stuhl. Und wenn ich mich hinsetze, vielleicht die Zeit, wo ich mich absenke und hinsetze, etwas verzögern, etwas verlangsamen, sodass ich einfach da bessere Auswirkungen auf mein muskuläres System habe. Und nun zum Endspurt in Übung 5, Kraftausdauer. Geht in eine Position, versucht die Beine anzuwinkeln, die Beine sollten locker sein. Dieser klassische Sit-up wird 1 Minute lang wiederholt. Die so erfasste Kraftausdauer bezieht sich auf die Rumpfmuskulatur. Wichtig, der untere Rücken bleibt am Boden und nicht am Nacken ziehen. Nach gut 20 Sekunden. Das Ergebnis durchschnittlich bei den Männern, gut bei Tatjana. Dann ist der Test geschafft. Er dient der eigenen Einschätzung und Weiterentwicklung und sollte unter denselben Bedingungen nach 4 Wochen wiederholt werden. Und bis dahin? Beispielsweise, ich gehe eine Treppe mal etwas schneller hoch oder ich stehe etwas kräftiger vom Stuhl auf oder ich bewege mich etwas anders aus dem Bett hoch und wieder runter oder ich versuche meine Schuhe, wie schon angesprochen, einfach mal im Stehen zu binden oder einfach, wenn ich den Körper nach unten bewege. Das sind diese Kleinigkeiten, die ich mit einbringen kann. Das kann ich dann über den Test natürlich auch gut sehen, was ich dadurch dann verändern kann. Das Fazit? Eigentliche Erwartungen versus Messergebnisse. Wie viel Luft nach oben sehen die drei KandidatInnen? Spaß an Bewegung hatten heute jedenfalls alle.